Was ist denn der Einäscherer nochmal? Ah, das war die, die Minigun. Erlös. Können wir Erlöser noch modden? Ich habe kein Zeug dabei. Ist natürlich doof. Nee, Moment. Aber ich kann ja mal gucken. Hier haben wir nämlich noch ein beschleunigtes, kalibriertes und mächtiges Kampfgewehr. Da könnten wir doch mal sagen, wir machen... Wir haben nicht mal das Zeug für einen Standardverschluss dabei. Injektorgewehr. Kompensiert, kalibriert und mächtig. Das da können wir aber, glaube ich, mal verwerten. Ja. Ah, das gibt nur Stahl. Achso, nee, dann bringt mir das nichts. Zumindest nicht jetzt. Wir können nochmal bei den... Hier war doch irgendwo noch eine Waffenwerkbank, oder? Hier, genau. Wir können, eine Rüstungswerkbank. Hier können wir ja nochmal gucken. Können wir hier noch irgendwelche Modplätze? Bleiverkleidet, ohne Extras. Achso, nee. Kommandohelm, da. Was hat der denn hier? Moment, was hatte der denn? Kommandohelm. Welchen Mod hat der? Polymer. Macht verbessert Schadens- und Energieresistenz. Was? Achso, da bräuchte ich eh einen Höhe. Achso, nee, das bringt mir da wieder nix. Synth-Rüstung ist auch schon gemoddet. Die haben ja nur zwei und die ist auch gemoddet. Hier eine Bergbau-Helmlampe. Hm. Man muss ja immer mal gucken, was man hier noch so zusammenbauen kann. Des Problemlösers Kampfrüstung linker Arm. Verstärkt. Und... Ach, da fällt schon. Hier würde ich gerne noch irgendwas bleiverkleidet oder so nehmen. Naja, gut, okay. Also das bringt momentan nichts. Ich müsste Mods auseinandernehmen oder irgendwie gucken, dass ich mal... Toll, der sitzt da und säuft. Müsste entweder mal ein paar Sachen auseinandernehmen, in der Hoffnung, dass ich Material krieg. Oh, oder müsste... Nein, ich müsste ein paar Sachen auseinandernehmen, in der Hoffnung, dass ich Material kriege, so rum. Oder ich müsste tatsächlich Mods abbauen von anderen Sachen, wofür ich aber natürlich wieder ein bisschen Material brauche. Und das kostet jetzt irgendwie, glaube ich, zu viel Zeit. So ein Flüssigstickstoffspender, den kann man natürlich mal mitnehmen. Die Fusionszellen, da sage ich überhaupt nicht nein. Wo können wir denn jetzt... Ich habe hier immer noch keine Orientierung in diesem blöden Krankenhaus. Jo, das nehmen wir alles mit. Alter, die haben hier alle gekillt, also... Schade, ich dachte, ich könnte das vielleicht runterschmeißen. Out of order. Aufzug, okay. Nee, den Aufzug will ich eigentlich gerade noch nicht. Ich wollte eigentlich gucken, was hier so ist, aber hier ist noch ein Synth. Ach so, ja, natürlich. Wir sind ja für die Railroad hier. Irgendwann muss ich, glaube ich, auch mal so eine Runde machen, wo ich mal die ganzen... Wo ich mal die ganzen... wie heißen sie hier? Die ganzen Comichefte und sowas suche und die ganzen Wackelkopffiguren. Oder, ja, ich muss mir da mal wahrscheinlich eine Liste einfach ausdrucken oder sowas auf den zweiten Monitor legen. Dass ich einfach mal rauskriege, wo die alle sind, weil es gibt ja so viele und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch schon einige übersehen habe. Gerade Wackelfiguren, also nee, eigentlich beides, Comics und Wackelfiguren. Oder Hefte und Wackelfiguren. So, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt weiter oben oder weiter unten? Jemand. Ja, jetzt habe ich es doch eingesammelt. Schachbrett. Kann man das Schachbrett eigentlich auch als Waffe verwenden? Finde ich ja persönlich sehr cool, aber ich glaube nicht. Sind wir jetzt... Ich verstehe es gerade echt nicht. Sind wir nach unten oder nach oben gefahren?
Orientierung 0. Aber hier, ist hier noch jemand? Ich sehe niemanden. Aber das heißt ja nichts. Wer ist da? Wo? Wer? Niemand. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Habt ihr das gehört? Nein. Hier ist niemand. Ich habe nichts gehört. Haben. Ich seh. Das ist bestimmt der Hancock. Der kann nicht schleichen. Der klappert immer mit den Zähnen. Das ist doch... Ja, wenn dann... Hier ist ja auch niemand, da braucht man sich doch nicht aufregen. Das Schlimme ist hier ist tatsächlich nur... Wo sind die denn? Hä? Dann müssen die doch hier um die Ecke sein, oder? Ja, Hancock, komm schon vorbei und mach die Tür auf. Nur ein Geräusch, nur ein Geräusch. Ja, nur ein Geräusch, nur ein Geräusch. Sonst war hier nichts. Was? Hast du das gehört? Shh. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Wo ist denn Hancock eigentlich hin? Ah, jetzt voll daneben geschossen. Wo ist der denn, wenn man ihn mal braucht? Ich glaube, das war gerade keine... Alter Schwede! Oh, was ist denn hier? Ja, komm, fall runter. Oh Gott. Waren wir ganz da unten? Nee, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und wo ist Hancock, verdammt? Das hier hört sich an wie ein... Wollte ich doch gerade sagen, wie ein... Kampfhund, der versucht. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Komm doch und hol mich. Ich habe gerade nur das Problem, dass ich selber nicht weiß, wo die hin ist. Nö. Sieht das nach Spielchen aus? Eigentlich nicht, oder? Ich frage mich, ob ich noch ganz runterkomme, um die irgendwann mal zu looten. Vor allem wüsste ich gerne, ob hier... Wo ist denn Hancock und warum ist der nicht hier? Ich glaube, ich habe jetzt auch hier so die Raider eigentlich alle erwischt. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen irgendwo übersehen. Ah, eine Kronkorkenmine. So, hier müssen wir, glaube ich, hoch. Vielleicht lohnt sich das aber auch, hier oben mal rumzulatschen. Bei den Raidern gibt es eigentlich immer so ein paar Sachen zumindest zu finden. Ja, wie zum Beispiel dieses Bleirohr. Nee, guck hier, Jet. Hat sich schon gelohnt. Moment, da lag 10 mm. Da liegen einzelne 10 mm Patronen. Und wieso? Moment, mir fällt gerade was auf. Waffen? Wo ist denn... Ich hatte doch noch diese... Da! Der sollte auf der 1, glaube ich, sein. Ja. Ja, genau den wollte ich da... Warum hatte ich denn die andere Waffe auf der 1?
Das heißt, die... Hä? Aber warum war der dann auf... Ach, egal. Egal, wir haben es jetzt und es geht jetzt weiter. Hancock hat sich anscheinend verpisst. Der will uns nicht helfen. Der wird schon sehen, was er davon hat. Ja, jetzt, ne? Jetzt, wo ich was sage. Jetzt kommst du hinterher. Das war ja wieder klar. Aber vorher schön sich zurückhalten, ne? Ich schlaf mal kurz eine Stunde. Ist ja eh Nacht. Ja, ja, nee, jetzt brauchst du hier gar nicht... Nee, jetzt brauchst du gar nicht antanzen hier. Wie komme ich denn eigentlich runter? Fällt mir gerade auf. Ich kann zwar... Hier, bis hier hin? Ah, hier geht's weiter runter, okay. Ist hier noch... Nee, hier ist nichts mehr. Wahrscheinlich haben wir Hancock jetzt auch schon wieder verloren. Wenn ich ja wieder anfange zu meckern, dann kommt er wieder angetanzt. Weil er Angst hat, dann kriegt er wieder kein Essen oder so. Ach, warum? Immer wenn ich bei den Schreibtischen irgendwas lese, denke ich immer, das wären so Dokumente. Erstatte Dr. Carrington Bericht. Okay, das haben wir gefunden. Das heißt, jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch raus. Nein, hier ist niemand. Jetzt bleibt doch meine Ego-Perspektive. Ego. In der Ego-Perspektive. Warum hat der eine Babyflasche dabei? So. Schön. Komm. Ach, funktioniert nicht. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Au. Oh, die ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich sehe ihn nicht mehr. Okay, darf einfach bleiben. Das ist gut mit der Brandmunition. Okay, jetzt kommt er wohl wirklich hier lang. Oder auch nicht. Hä, wie ist der denn gerade an mir vorbeigekommen, bitte? Hä? Bitte? Bingo. Das muss mir jetzt mal einer erklären. Wie ist der gerade an mir vorbeigekommen? Oh, Gemüsestärke. Ich glaube, das kann man gebrauchen. Hä? Ich meine, wir sind doch hier durchgelaufen. Wie? Und was? Und warum? Und wo ist Hancock? Und wer wirft hier die ganze Zeit Granaten? Verdammt. Und von wo werfen die Granaten? Von oben kann es ja wohl kaum sein. Ich... Okay, von unten. Also von unten. Aber von wo hier unten? Ich sehe nichts. Wir gehen erstmal... Ja, klar. Triffst mich... Wieso treffen die mich die... Wieso treffen die mich die ganze Zeit? Ja, ist gut. Werft ihr. Okay, wir sind wieder hier. Ah, siehst du, da war ein technisches Dokument. Jetzt muss ich nur wieder... Ah, hier geht's runter, okay. Ich sehe sie nicht durch das blöde Feuer. Nein, ich laufe nicht weg. Es
Ist das Hancock da unten? Uah. Okay, das war wohl Hancock. Naja, dann sage ich zumindest mal Danke, Hancock. Also ich bin mir bei Hancock als Begleiter übrigens immer noch nicht so wirklich sicher, ob ich den so behalten will. Irgendwie, der gibt einen Namen und so komische Kommentare ab. Ich fühle mich davon... Gar nichts eigentlich. Fühle ich mich davon? Nein, aber irgendwie, ich weiß nicht, finde ihn komisch. Haben wir hier noch... Ist das so alt, wie es aussieht? Alter, ist das so alt, wie es aussieht? Ja, deswegen nehme ich es vielleicht aber auch mit. Und statt ich mich hier andauernd von der Seite anzuquatschen, sag mir lieber mal, wo ich jetzt lang muss. Nee, hier geht es nämlich nicht weiter. Aber irgendwie müssen wir doch zu der Tante hier runterkommen. Hä? Moment, hier geht's hoch. Hoch ist, glaube ich, die falsche Richtung. Hier geht's aufs Klo. Okay. Klo wollen wir auch nicht, da waren wir schon. Geht's hier? Ne, hier geht's nur mit dem Sprung runter. Das. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Was? Warum? Nein! Brennende Todeskralle. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter Schwede. Ah, warum bin ich denn hier runtergehüpft? Warum habe ich die eigentlich auch nicht gesehen? Oh, Alter. Oh. Truppe. Mir ist gerade sehr warm. Ich habe mich... Oh Gott, ich habe mich sehr erschrocken. Aber wieso hat die mich direkt gesehen? Die war doch irgendwo da in die Ecke. Naja, egal. Wir haben es überlebt und wir haben sie eigentlich ganz gut erledigt. Solange da nicht noch mehr auf... Also... Also mit einer Todeskralle kommen wir doch noch ganz gut aus. Eigentlich. Nicht genügend Energie. Das geht irgendwo hier rüber. Wo geht denn das hin? Deckel des Stromkreisunterbrechers. Ach so. Jetzt kommen wir da durch. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte mich hier einfach nur irgendwie rein verirrt. Kann das sein? Und es ist hier sehr radioaktiv. Ich sollte mal, bevor ich da reingehe, mir die Nase putzen. Das mache ich auch. Moment. So, vielleicht habt ihr das ein bisschen rascheln gehört. Vielleicht aber auch nicht. Ich will Radway, Rad-X, so. Und nochmal ein Ding hinterher. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Klamotten dabei für Strahlung. Das heißt, ich muss hier relativ zügig eigentlich durch. So wird das nichts mit dem zügig. Bergbauhelm, Vorschlaghammer, nichts Interessantes. Zumindest bisher. Na ja, gut, es geht noch. Ja, ist noch überschaubar mit dem... So. Okay, wir sind draußen. Mir ist immer noch warm von der Todeskralle eben. Aber er rechnet auch damit, dass da unten im Keller eine Todeskralle wohnt. Und also vor allen Dingen, weil oben ja noch andere... andere lebten. So, die ist fertig.
Das will ich jetzt noch nicht machen. Das heißt Ritter Rüß. Naja, da würde ich aber das vorher schon machen wollen. Was machen wir denn jetzt?